Hallo und herzlich willkommen. Heute geht's weiter mit Black Mirror 3. Bevor wir anfangen, möchte ich euch darum bitten, bitte abonniert meinen Kanal auf YouTube, liked meine Videos, folgt mir auf Twitch, das hilft mir sehr, kostet euch nichts. Lasst uns loslegen. Ja, okay, gut, schauen wir uns mal ein bisschen um. Ihr Museum. Das Heimatmuseum von Willow Creek. Ein wertvoller Hort englischer Kulturgeschichte. Auf dem Schild steht Willow Creek Museum. Murray will damit Touristen anlocken. Hier hängt ein Plakat. Wir bauen für Sie um. Demnächst noch spektakulärer. Erleben Sie das Grauen hautnah. Wiedereröffnung am 1.12. Das ist erst in ein paar Tagen. Oh. Straße zum Hotel. Ja, gehen wir erstmal zum Pub, würde ich sagen. Da kann ich mich immer noch hinsetzen, wenn ich alt bin. Sind das Toms Unterhosen, die da zum Lüften hängen? Nein. Lappen. Die sind nicht besonders sauber, aber von Toms Pub würde ich auch nichts anderes erwarten. Gut, dass ich bei meinem letzten Besuch Bier aus der Flasche getrunken habe. Mörderische Grüße aus Willow Creek. Die üblichen Postkarten und Broschüren. Dort steht 3 Kegs, 3 Fässer. Oh, Bier vermutlich. Ah, sorry. Man kann kaum mehr erkennen, was da mal geschrieben stand. Aber ich gehe nicht davon aus, dass hier je etwas Essbares serviert wurde. Zumindest nicht, seit Tom den Pub geerbt hat. Geerbt? Man kann kaum mehr erkennen, was da mal geschrieben. Aber ich gehe nicht davon aus, dass... Na gut, kann ich da irgendwas draufschreiben. Möchte jemand ein E kaufen? Ich nehme es mir einfach. Wenn da so ein E rumliegt, warum möchte das denn nicht nehmen? Gehört bestimmt einem Angler. Okay. Die Fensterscheiben sind mit Buntglas beklebt. Da kann man nichts erkennen. Beklebt? Ich weiß, dass es da so Folie gibt zum Draufmachen, aber von mit Buntglas beklebt. Buntglas-Imitatfolie vielleicht, ja, aber ansonsten. Okay, Schwamm. Ah, hier. Nicer Schwamm. Der sieht so aus, als ob er schon lange nicht mehr benutzt wurde. Das ändere ich jetzt. Wie wischt man nichts weg? Das ist Toms Pub. Ich denke, er ist immer noch etwas angefressen, weil ich ihn im Sumpf versenkt und ihm das Auto geklaut habe. Tom würde mich am liebsten. Ja, also von daher. Hier geht's ja gar nicht weiter. Zu der Brücke. Über die Brücke. Na gut. Speichern wir mal. Yep. Okay. Ich möchte mir erst meine Akte ansehen, bevor ich das Dorf verlasse. Ich möchte mir erst meine Akte ansehen. Na gut. Ja, wir können ins Café rein. Hallöle. Blumenvase oder Kaffeebecher? Vermutlich beides. Das hier ist der beste Platz im Café mit Blick auf den Dorfplatz. Da kann man den Moos zwischen den Pflastersteinen beim Welken zusehen. Geil. Die sehen recht mickrig aus. Aber immer noch besser als billige Plastikversionen. Kaffee in allen Varianten.
Von Mokka bis Irish Coffee. Trotzdem ist die Teesortenliste doppelt so lang. Sorry. Da wurde wieder mal mit den englischen Klischees gespielt, dass sie nur Tee saufen. Der Zucker ist alle. Die Kaffeekultur hält Einzug. Milde Bohne oder Doppelröstung. Ob Willow Creek dafür schon bereit ist? Mhm. Fotos von Partys hier im Café. Ich wusste gar nicht, dass in Willow Creek überhaupt gefeiert wird. Irgendwie unheimlich. Viele der Leute auf den Fotos wurden ermordet. Wirklich? Wer ist da drauf? Ich glaube, die Tür führt in den Lagerraum. Zumindest prophezeit mir das dieses Schild. Wüsste nicht, was ich da drin suche. Schade. Keine Donuts mehr. Schade. Dass da immer irgendwie auf Klischees gepocht wird. Keine Ahnung. Aber bisher ist es schon mal was ganz anderes. Gibt einen schönen Kontrast zum mittelalterlichen Rest von Willow Creek. Na, endlich, die Sonne geht auf. Ich dachte schon, in diesem Kaff leben nur alte Leute mit Alkoholproblemen. Denise, hi. Hi, ich bin... Ich weiß, ich kenne dich aus der Zeitung. Jeder kennt. Und du rennst nicht schreiend davon? Darren Gordon. Hätte ich ja viel zu tun, wenn ich vor jedem Spinner aus diesem Nest hier davonlaufen müsste. Du wohnst hier richtig gern, was? Oh, Adrian. Keine Ahnung. So, erzähl mal. Ist hier in letzter Zeit etwas Aufregendes passiert? Ja, du. Abgesehen vom Schlossbrand? Warte mal. Ja, die Espressomaschine ist kaputt gegangen. Oh Gott. Die Espressomaschine. Espresso. Gibt's das Café hier schon lange? Ist mir bisher nicht aufgefallen. Während des Jahrmarkts hatten wir dieses Jahr geschlossen. Lohnt sich ein Café hier im Dorf überhaupt? Da musst du meinen Vater fragen, dem gehört es. Wieso fragst du, willst du auch eins eröffnen? Na klar, direkt nebenan. Ein Black Mirror Spezialcafé mit Ritualblut Cappuccino und Latte Moritato. Gute Idee. Könnte von Mary sein. Ich bin übrigens Darren oder auch Adrian Gordon, wie du willst. Ich bin Denise oder auch die, die keinen Bock auf geisteskranke Brandstifter hat. Such's dir aus. Wow, ich glaube, Denise gefällt mir besser. Alles klar, Darren. Was macht eine so junge Frau wie du in diesem Kaff? Keine Lust auf die große Stadt? Und ob. Ich warte nur noch auf den richtigen Zeitpunkt. Wenn der halbjährliche Bus nach London hier hält? So ähnlich. Gibt's gar keine Donuts mehr? Doch, im Lager. Aber die sind für den werten Herrn Inspektor reserviert. Der holt sich die hier jeden Morgen. War ja klar. Und wenn ich auch einen möchte? Dann back dir einen. Danke. Wir zahlen doch Kunde. So in die Scheiße. Wann kommt der Inspektor denn immer? Müsste schon längst da sein, um seine Donuts zu holen. Wird wahrscheinlich wieder aufgehalten vom Abschaum der Welt. Nette Umschreibung. So nennt Conrad seine Kundschaft, nicht ich. Conrad? Conrad Spooner, so heißt der Inspektor. Noch nicht gewusst? Nee. Ich hätte gerne einen Kaffee. Schwarz. Mach ich dir. Danke. Okay. Ich muss mir etwas einfallen lassen, um den Inspektor eine Weile hier im Café verweilen zu lassen. Haben wir da irgendwie Durchfallmittel für die Donuts oder so? Keine Ahnung. Ein Regal mit Vorräten für das Café. Was haben wir denn da? Kaffee, Tee, Säfte, Milch. Ah, und eine Packung Donuts. Im Regal stehen so Sachen wie Kaffee, Tee, Säfte und Milch. Im Regal stehen so Sachen. Warum müssen wir solche Musik, als ob wir da
Das Einzige, was für Action ist. Ja, Wascheimer. Ein Putzeimer, gefüllt mit altem Wischwasser. Ein Putzeimer. Eine Hochleistungskühltruhe mit Glasdeckel. Viel ist nicht drin. Eine Packung Tortenböden und eine Kiste mit Speiseeis. Minze und Schokolade. Die Dichtung ist schon recht marode. Wenn die feucht wird, bekommt man die Truhe wahrscheinlich gar nicht mehr auf. Es ist kalt genug hier drin. Ich mach das Ding wieder zu. Nee. Yeah. Pack die Donuts rein. Jetzt ist sie wieder auf. Das sind wohl die für den Inspektor reserviert. Ja, wieder so ein übelstes Klischee, dass Polizisten alle nur Donuts essen. Dieses Spiel ist voll mit Vorurteilen. Ich lege die Kiste mit den Donuts gut sichtbar in die Und es gefällt mir. Bald gibt's hier Tiefkühl-Donuts. Fragt sich, wie mir das helfen soll. Ja. Bald gibt's hier Tiefkühl-Donuts. Da müsst ihr ja wieder auftauen. Bald gibt's hier Tiefkühl. Oder die Schwamm mit dem Wasser und dann schön alles nass machen und dann geht die Truhe nicht mehr auf. Der Schwamm trieft jetzt. Ich sollte ihn nicht zulangen. Ja. Benutzt das zusammen. Ich feuchte die Dichtungsgummis mit dem nassen Schwamm an. Das müsste ja eigentlich ausreichen, oder? Und dann braucht der Inspektor. Wenn man nun die Kühltruhe schließt, friert das Wasser und es wird fast unmöglich, den Deckel wieder zu öffnen, ohne das ganze Ding abzutauen. Macht's gut, ihr Donuts. So schnell wird man euch da nicht mehr rausbekommen. Damit dürfte sich die Donutlieferung an den Herrn Inspektor etwas verzögern. Boah, wieder einer von diesen düsteren Tagen heute. Ich bräuchte was, das mich ein bisschen aufheitern könnte. Edward kann jederzeit vorbeikommen. Warten wir lieber bis heute Abend. Scheiß auf Edward. Dann gib mir wenigstens ein paar Donuts. Na klar, ich hol dir welche. Ui, was ist denn da los? Conrad, deine Donuts sind dummerweise in der Tiefkühltruhe. Und? Dann schmeiß sie doch kurz in den Ofen. Das Problem ist, der Deckel ist festgefroren. Aha, verstehe. Du willst, dass ich dir helfe, der Kühltruhe einzuheizen. Ich denke mal, die beiden sind ein bisschen länger beschäftigt. So, jetzt versuchen wir mal, unsere Akte wieder zu bekommen. So, hier. Constable Zack. Gib mir mal die Akte. Kann ich kurz etwas fragen? Glauben Sie, ich hätte das Schloss angezündet? Naja, Mr. Michaels. Sie haben behauptet, Sie wären Samuel Gordons Sohn und Sie sind direkt am Tatort aufgetaucht mit einer kokelnden Fackel in der Hand. Macht ja Sinn. Die hatte ich, um mich zu verteidigen. Gegen den mysteriösen Geheimorden, den niemand kennt und auch niemand gesehen hat. Er wird in den Chroniken der Gordons erwähnt. Vor 500 Jahren. Macht doch trotzdem Sinn, oder nicht? Und dann wäre da noch die Sache mit der armen Miss Valley, nicht? Da hat man auch ihre Spuren am Tatort gefunden. Oh, ich sagte doch, vergessen Sie's. Dieser Inspektor, ist der immer so nett? Weiß ich nicht. Bis vor einem halben Jahr war er noch in London, bei der Mordkommission. Wurde dann hierher strafversetzt. Das erklärt einiges.
Es ist auch scheiße, wenn du da alles, um hier wieder strafversetzt wirst. Wegen jeder Kleinigkeit lässt er die Leute hier einsperren. Macht sich gut in der Statistik. Und sie können nichts dagegen tun? Tut der Bär was gegen den Winter? Er rollt sich ein und schläft bis zum Frühling durch. So, mein Polizeiakte. Können Sie mir eine Kopie meiner Akte machen und an meinen Anwalt schicken? Hat er die nicht schon längst bekommen? Er will die aktuelle Version haben, für die Botschaft. Geht nicht. Aha. Stimmt was nicht? Hatte ich vergessen. Der Kopierer ist seit ein paar Wochen kaputt. Aber ein neuer ist schon beantragt. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. So schlimm ist das nicht. Ich habe hier so wenig zu tun, da kann ich die meisten Dokumente auch abtippen. Verstehe. Wären Sie dann so nett, mir meine Akte abzutippen? Nein. Und wenn ich das Ding repariere? Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Ja, hier kriegen wir noch die Infos. Ja, gut. Angelina. Wie lange wird er nach Angelina gefahndet? Ist sie jetzt tot oder was? Solange wir sie nicht gefunden haben, gilt sie als vermisst. Auch wenn sie längst tot ist? Bisher haben wir ihre Leiche nicht entdeckt, Mr. Michaels. Klasse. Wie weit waren Sie denn an den Ermittlungen in meinem Fall beteiligt? Hab die Kanalisation durchsucht und diesen Bunker. Und keine Spuren gefunden? Nö. Das kann doch nicht sein. Es ist verdammt dunkel da unten, Mr. Michaels. Und voller Ratten. Nichts für schwache Nerven. Und gibt's bei der Entführung etwas Neues? Haben Sie Tom, Bobby oder diesen Jungen in Wales befragt? Laut Aussage war Tom mit Bobby zu der Zeit in Alton Towers. Finden Sie es nicht etwas merkwürdig, dass die beiden in einen Vergnügungspark gehen? Merkwürdig ist nur die Tatsache, dass Bobby danach 2 Tage im Krankenhaus lag. Gehirnerschütterung. Aber dafür haben wir eine ärztliche Bescheinigung. Und wenn Tom nun gelogen hat? Können wir ihm nicht nachweisen. Er hatte 2 Eintrittskarten und die Bescheinigung des Krankenhauses. Verflucht. Und der Junge? Es gibt keinen Jungen namens Van Helsing in Wales. Auf Wiedersehen, Constable. Klasse. Ah, okay. Reparieren wir mal den Kopierer. Es kann doch nicht so schwer sein, einen Kopierer zu reparieren. Ich habe das schließlich studiert. Naja, sowas in der Richtung zumindest. Was haben wir da? Die Sicherung ist durch. Ein Knopf zum Anschalten? Der grüne Knopf ist zum Kopieren. Wenn ich die funktionierenden Kabel also richtig drehe und verbinde, sollte man wieder kopieren können. So, Minigame. Muss ich jetzt die ersetzen, die nicht funktionieren? Und dann. Ich glaube, das ist nicht. Geht nicht so. Wo waren die anderen? Eins zu zwei.
1:3. Hä? Das wird es mir nie geben von uns. 1:2. 1:2 und dann 1:3. Kann ich die? Ich hab da wirklich null blauen. Das hätten wir. Was habe ich getan? Geht das Ding wieder? Kann ich kurz etwas fragen? Hm. Der Kopierer funktioniert wieder. Hm? Könnten Sie mir jetzt meine Akte kopieren? Klar, ich schicke die Kopie dann an Ihren... Hä? Die Kopie Ihrer Akte. Ach so, die kann ich auch selbst verschicken. Der Inspektor besteht darauf, dass keine Akten unbeaufsichtigt das Gebäude verlassen dürfen. Verstehe. Hm. Scheiße. Konstantin. Wie habe ich das Ding gelöst? Wann geht denn die Post raus? Mein Anwalt braucht die Kopie so bald wie möglich. Ich werfe sie nachher in den Briefkasten. Sie sollte heute Nachmittag abgeholt werden. Danke. Auf Wiedersehen, Constable. Hm. Freiwillig gehe ich da nicht mehr rein. Okay. Das verwundert mich jetzt auch sehr. Ich schätze, das sind die Zellenschlüssel. Mal abgesehen davon, dass hier jeder bemerken würde, wenn ich sie mitnehme, ist meine Zelle eh offen. Okay. Oh. Irgendwie muss ich verhindern, dass der Brief unwiederbringlich im Postsack verschwindet. Kann ich das irgendwie kopieren? Das Brett hat genau die richtige Größe. Es liegt direkt auf dem Postsack auf. Wenn der Constable den Brief einwirft, kann ich ihn ganz einfach wieder herausziehen. Ja, guck an. Jetzt kommt er auch raus, oder was? Na, wir werden das jetzt sehen. Ich glaube, das so funktioniert. Ha! Total easy! So. Lesen wir mal. Mal sehen, was da so alles drin steht. Freitag 12.30 Uhr. Da müssen Sie die Leiche entdeckt haben. Der Todeszeitpunkt von Miss Verley war am Abend vorher, Donnerstag zwischen 22 und 24 Uhr. Tod durch Verbrennungen nach Schlag auf den Hinterkopf. Zeugenbefragungen dazu. Mal sehen. Unwichtig. Hat nichts gesehen. Hier geht's weiter. Freitag 18.37 Uhr. Ausrücken des Einsatzfahrzeugs. Zu der Zeit war ich in der Ruine der alten Akademie. Zusammen mit Angelina, Louis und meiner Mutter. Dann Samstag 0.06 Uhr. Brand unter Kontrolle. Gerade auf der Flucht aus der Ruine Richtung Schloss. Es wurden drei Leichen geborgen. Lady Eleanor Gordon, Butler Edward Bartholomew Bates und Köchin Sally Wood. Eine Überlebende, Lady Victoria Gordon. Schwere Rauchvergiftung. Ebenfalls Samstag 0.12 Uhr. Festnahme von Darren Michaels. Verdacht auf Brandstiftung und Mord an Miss Valley. Zeugenbefragung dazu unergiebig. Und? Lady Victoria Gordon konnte nicht befragt werden. Steht unter Schock. Wurde nach zweiwöchigem Krankenhausaufenthalt auf eigenen Wunsch und unter medizinischer Aufsicht nach Hause entlassen. Wo ist nach Hause? Da steht, dass Murray sich nicht erinnern kann, mich am Donnerstagabend im Hotel gesehen zu haben. Das kann doch nicht sein. Er hat mich genau um die Zeit aus dem Hotel geworfen. Diese Ratte hat gelogen. Na warte.
Indizien für Anklage noch nicht ausreichend, aber dringend tatverdächtig. Stand der Ermittlungen. Darren Michaels Verhalten sowie seine widersprüchlichen Aussagen werden zurzeit von der psychiatrischen Gutachterin Dr. Joyce Winterbottom auf Glaubwürdigkeit hingeprüft. Hier noch eine Notiz an Constable Zack. Muss bei Diagnose von Wahnsinn Antrag auf U-Haft in Klapse gestellt werden? Mögliche Tatwaffe? Eine bei Festnahme noch glimmende Fackel, die Darren Michaels bei seiner Ergreifung bei sich trug, wird im Labor untersucht. Abschiebung in die USA nicht möglich. Entlassung des Verdächtigen auf Kaution, auf richterliche Anordnung. Dr. Winterbottom als ausführende Aufsichts- und Rückmeldestelle genehmigt. Gut, damit habe ich schon mal zwei neue Ziele. Victoria besuchen und schauen, wie es ihr geht. Und Mary die Meinung sagen. Ich schreib's mir in die Akte, damit ich's nicht vergesse. Da sind ja noch genug leere Seiten. Die Reste meines Tagebuchs kann ich auch gleich mit verstauen. So, das war's schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ihr schaltet auch beim nächsten Mal ein, wenn wir Black Mirror 3 spielen. Und bevor ihr geht, bitte helft mir. Like das Video, abonniert den Kanal und folgt mir auf Twitch. Habt einen schönen Tag und goodbye.